So, willkommen zurück. Ich bin immer noch auf der Suche nach Witris, die irgendwo. Oh, Entschuldigung. Hier sein soll. Wo genau? Weiß ich noch nicht. Ich nehme jetzt hier immer diese möglichst kurzen Wege über Wasser, weil das Problem ist, sobald ich das Wasser berühre, da hinten sieht aber gut aus, kommen jede Menge Untote, ne? Ist einfach so. Fakt. So. Da hinten habe ich gerade was gesehen, was mir gefällt. So. Irgendwas schießt noch auf uns. Oder auch nicht. Hier schießt doch noch wer auf uns. Ah, da ist das. So. Jetzt schießt er. Ich habe gehört, euer Onkel sei ein Mortalitasi, Cassandra. Da habt ihr richtig gehört. Nekromantie ist in Nevara nichts Ungewöhnliches. Ihr müsst verstehen, die Gerüchte, die im Süden über die Mortalitasi kursieren. Ich fand diese Praktiken schon immer makaber, aber die Geschichten, die man außerhalb Nevaras hört. Eine derartige Faszination verrät mehr über den Erzähler als über die Wahrheit. Die Herren des Himmels. Ah, über den hat doch gerade dieser eine Typ geredet, ne? Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier was finde, ne? Witzig, da hat einer Schach gespielt. Auch über einen Schachspieler haben wir schon gehört. Hm. Das ist fake, das sieht nur so aus, als wäre da was. Inzwischen bin ich allerdings auch aus diesem Gebiet scheinbar raus, wo die sein soll. So. Irgendwo in diesem bescheuerten Gebiet soll die also sein. Sag mal, jetzt habe ich hier eine ganze Herde, hä? So, hier drin habe ich mich umgeguckt. Das ist allerdings halt auch mehr oder minder der Mittelpunkt. Hier draußen war ich jetzt überall. Hier drüber kam ich nicht. Ich müsste mal irgendwie. Es wäre cool, irgendwie hier so. Das war halt viel zu weit draußen. Vielleicht doch hier außen rum und dann da vielleicht. Ich gehe hier nochmal raus und versuche außen rum zu kommen. Raus war, glaube ich, in die Richtung, gell? Gut, raus war in die Richtung. Da, da war raus. Dann schauen wir mal, ob wir hier außen rum kommen. Dann gehe ich natürlich erstmal wieder kurzzeitig raus aus dem Gebiet, wo sie ist. Aber ja, das hilft ja nichts. So,
Und jetzt irgendwie möchte ich da rüber, ne? Das wäre jetzt irgendwie schon cool, wenn ich da jetzt rüberkommen würde. Das ist der Herold! Scheinbar habe ich jetzt andere Leute gefunden, die mich umbringen wollen. Diese Avar oder wie sie heißen. Und naja, versuche die natürlich davon zu überzeugen, dass mich umbringen keine so coole Idee ist. Waren halt gerade sehr auffällig, die zwei dahinter, ne? Ein Leichnam. Ja, solange er mich nicht angreift, lasse ich ihn wahrscheinlich sogar leben. Weil ich müsste durchs Wasser laufen, um dem zu begegnen. Ja, gut, hier bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Komm ich nicht rein. Keine Ahnung, wie Bitch sein soll. Unter dem Sumpf Leuchtfeuer. Habe ich das Leuchtfeuer hier schon angefasst? Ich glaube, das Leuchtfeuer habe ich hier schon angefasst, sonst hätte es ein anderes Symbol, ne? Hm. Nur mal ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Wildress finden soll. Also, das machen wir wohl erstmal mit den Leuchtfeuern weiter. Und ja, ich probiere die dann später nochmal, ne? Ja, hier geht es natürlich schon ziemlich weit runter, das wäre schon ein echter Umweg. Also, ich finde es jetzt echt doof. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil ich will jetzt wissen, wo diese Bitch ist. Die regt mich tierisch auf und ich will das jetzt wissen. Ich muss also nochmal zurück, da nochmal rein. Ich ignoriere gerade ein bisschen die anderen Monster, weil nervt mich jetzt. Zurück. War das hier? Ich bin hier, glaube ich, gekommen. So. Links da rein. Hier ging es da rein. Dann muss ich nochmal gucken. Also laut Karte kommt man irgendwie da. Nur mal gucken, ob ich hier raus kann. Ne, ab da nochmal genau gucken, ob ich irgendwo raus kann. Und trink du mal bitte einen Trank, das ist ja schlimm mit dir. Also. Nicht. Das hier geht definitiv in die andere Richtung raus. Den habe ich übersehen. So, also hier war ich noch nicht. Mal gucken wir mal, wo wir hier möglichst trockenen Fußes natürlich uns angeschlichen bekommen, wenn es hier ist. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Thank you.
kümmern, dass die nachkommen, weil das Schlimme ist ja nur, ich darf, wenn ich das Wasser betrete, gibt es Probleme, ne? Irgendein anderer das Wasser betritt. Oh. Nicht. Und da hinten ist die Bitch. Darf ich hier speichern? Ja. Ich speichere hier mal kurz. Und dann würde ich sagen, okay. Attacke. Also sie beschwört Dämonen hier. Ne? Ich kümmere mich ein bisschen für meine Leute um diese Dämonen hier. Scheinbar geschafft. Also die haben die Magierin ein bisschen auseinandergenommen in der Zeit, wo ich mich hier mit ihren Dämonen vergnügt habe. Da kann man was aktivieren, das ist sehr schön. Inventar ist voll, so ein Scheiß. Da hinten liegt die Dame. Wo sind meine Wertgegenstände? Das sind nämlich immer die ersten Sachen, die ich dann meistens so mal eben entsorge. So, und sie selber kann ich auch plündern. Sie hat scheinbar eine Kampfmagierrüstung, aber sie hat einen Teil fallen lassen, das will ich natürlich haben. Oder? Wertgegenstände, was schmeißt man da weg? Wiedergängerhelm, ach komm, ich schmeiß... Ja, aber ich würde gerne nur einen zerstören, geht das? Ach, dann schmeiß den blöden Silberring weg. Oh. Mal gucken wir doch mal. Gezielt auch nach der Rüstung und wo ist meine Magierin? Die kann sie anziehen und die ist tatsächlich besser und sieht nicht mal so schlecht aus, muss man sagen, ne? Kampfmagierrüstung der Wächter haben wir auch noch. Seltene leichte Rüstung. Ja, ich glaube, mir gefällt die da aber tatsächlich besser, aber wir haben da ein paar andere auch noch, die wir dann drei nach weitergeben können, ne? Ich werde die Sachen also nach und nach nach unten durchreichen. Varric. Ne, da kann nichts brauchen. Dann schauen wir nochmal die Waffen. Was haben wir waffenmäßig Neues gekriegt? Vivienne. Die könnte natürlich einen Stab des Feuers echt brauchen. Allerdings kann die inzwischen auch diesen Schaden hier nutzen, ne? Würde doch mal sagen, dann nimm du mal diesen Stab und der andere wird dann weitergegeben. Sie ist mit ihrer, mit dem Schild schon sehr weit oben, mit dem Schwert auch. Varric, ja, Varric zieht doch eigentlich kaum was anderes an als seine Bianca. Den hier kann ich ihm ja nicht mal geben, auch wenn er das inzwischen längst tragen könnte. Er weigert sich, weil er hat seine Bianca. Accessoires. Was haben wir da Hübsches?
erstmal so. Jedenfalls haben wir dann die dumme Nuss endlich gefunden und können tatsächlich jetzt hier aktivieren, nach da weitergehen. Ich muss nur hier wieder rausfinden. Mal gucken, wie viel mich unterwegs wieder auffällt, weil ich durchs Wasser laufe. Ja. Mann, aber dass ich diesen Eingang hier nicht gesehen habe hier. Also achtet auf diese komischen Einschnitte im Felsen. Sonst lauft ihr euch womöglich hier einen Wolf. Hier, das müsste der Ausgang sein. Ist das richtig laut Karte? Ja. Nicht, dass ich in die falsche Richtung rausgehe. So, dann wollen wir doch mal gucken. Die offizielle Straße ist hier vorne. Die werde ich jetzt lieber auch gehen. Kann zwar sein, dass wir da noch ein paar Leute treffen, aber das macht ja nichts. So. Bin ich jetzt hier in die Richtung richtig? Nein, bin ich nicht. Ja. Okay, hier muss ich also hin. Wie gesagt, wichtig ist, dass ich das Wasser nicht berühre. Meine Gefährten, die wirbeln das irgendwie scheinbar nicht so auf. Allerdings muss ich halt auch echt sagen, als Kunari dürfte ich definitiv der Schwerste sein, ne? Da hinten hat es irgendeinen Schemen, kam hier gerade raus. Ah, das ist das Haus, was wir schon kennen. Da sind wir hier drumherum geschlichen. Jetzt geht's aber definitiv weiter. Wir folgen weiter diesem Weg. Da vorne ist ein Schemen. Ich wollte einfach nur das Z drücken. Jetzt alle angreifen. Was ich sehe, das tut weh, was? Dann wird das schon gekillt. Der Reihe nach. So. Rützel. Es ist tot. So, da vorne haben wir wieder ein paar Bogenschützen. Dann mal auseinandernehmen. So. So, wir nähern uns langsam aber sicher. Ach, guck mal, da drüben ist ein Ausrufezeichen, das finde ich interessant. Langsam aber sicher nähern wir uns der Geschichte da an. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, hier glitzert auch schon was. So, ich bin gerade 12. Die helfen sich da gegenseitig, das heißt, ich gucke mich hier mal um. Ach, da ist ein Schlüssel. Das ist natürlich praktisch, dass ich den hier finde. Dann sperren wir da doch mal auf. Wer bist du denn?
Den Schemen in der Hütte eingesperrt und ein durchnässtes Tagebuch. Das verdammte Dach leckt und ich esse seit einer Woche gekochte Wurzeln. Ja, vielleicht kotzt das auch, keine Ahnung. Wer isst schon gern gekochte Wurzeln? Nein. Oh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oder sie. Und ihm oder ihr geht es nicht mehr ganz so gut. Ist mein Inventar schon wieder voll? Ich glaube, ich muss echt mal zurückreisen. Meine teure Cassette. Kerzenstummel ist so geil, was man da alles findet, ne? Ihr seid zu bescheiden. Da wirf's. Ups. Ich wollte es eigentlich direkt wegwerfen, aber dann wirf halt das hier direkt weg. So. Es gibt viele, die in Ehrfurcht vor euch erstarren. Das solltet ihr euch zunutze machen. Wenn es sein muss, nutze ich es zugunsten der Inquisition. Aber ihr scheint keinerlei Gefallen daran zu finden. Ihr solltet wirklich mehr Spaß haben, Schätzchen. Wie kann man denn Gefallen daran finden, andere zu manipulieren und einzuschüchtern? Ich versichere euch, es gibt nur wenig, was sich mit dem Vergnügen, eigenhändig die Ordnung wiederherzustellen, vergleichen ließe. Wenn sie das so ausdrücken möchte, bitte. Aber ich muss jetzt erstmal gucken. Ich bin super nah dran, ne? Es ist echt richtig scheiße ärgerlich, weil ich den ganzen Weg wieder laufen darf. Aber ich bin nun mal voll. Deswegen gehe ich jetzt wahrscheinlich zurück nach Haven. Verkaufe meinen ganzen Kram. Starte dann hier neu. Aber es hilft ja nichts. Wir treffen uns also gleich bei der Ratsbesprechung, wenn wir den Leuten neue Aufträge geben. Und dann wieder aufbrechen. Hoppala. Jetzt haben. Nochmal. So, jetzt hatte ich ihn wohl irgendwie gerade ein wenig verwirrt. Ja, ich habe inzwischen auch wieder die Leute ausgerüstet. Den ganzen Mist verkauft. Gehe aus Prinzip natürlich bei Josephine vorbei. Dann richtet ihm bitte meinen Dank aus. Da gibt es nichts Neues. Auf bald. Fast schon schade. Dann gehen wir jetzt in den Kriegsrat. Oh, ich habe wieder einen Inquisitionspunkt, richtig. Beziehungen, Adelswissen. Prozent Rabatt klingt natürlich gerade später gut. Bei 17.000 ist 10% ganz schön viel. Nehme ich. So, wollen wir mal gucken, was haben wir hier drüben? Nichts Neues. Und hier, ja, hier haben wir Geld geholt, das lese ich nicht vor. Und ansonsten, erschreckenderweise scheinbar nichts Neues. Also schicken wir da wieder irgendjemanden zum Geld holen hin. Dann wollen wir doch mal sehen. Und retten jetzt natürlich. Ja, allerdings nicht von hier aus, sondern wirklich von vor dem Raum aus. Die Soldaten, denn dann kann ich auch ins zweite Lager direkt reisen. Und das hier lädt schneller. Weltkarte hierhin. Ansehen. Und ich würde gerne in dieses Lager reisen. Ja, wie immer, natürlich darf ich mich wieder aussuchen.
So. Ich mag meine Truppe. Ich behalte die Truppe erstmal so bei. Gib neue Berichte. Setz mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Na, die Geschichten wieder, da habe ich eigentlich kein nicht mehr so Interesse dran, aber okay. Darf ich hier... Nein, ich darf mein Pferd leider hier im Sumpf nicht rufen. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Weg zu Fuß flitzen. Was wir jetzt eben auch tun. Da vorne steht der Hans Kuck in die Luft. Der irgendwann wohl vielleicht auch nachkommt, wenn ich an seinen Leuten rumschnetzel. Da war irgendwas von wegen, hey, wenn es zu viel Tode gibt, dann muss er helfen und so. Da. Hui. Das hat geknallt und huch, hier ist was zu lesen. Ich dachte, hier war ich schon x-mal. Okay, ich habe wieder was zu lesen gekriegt hier und ich kriege hier sogar noch mehr. Erstaunlich. Hm. Natürlich nehmen wir das alles mit. Auch das blaue Vitriol packen wir wieder ein. Und dann geht es noch nach diesem Blutlotus weiter die Strecke hinab. Interessant, wo ich da Wasser gefunden habe. Da ist ein Schemen. So, das ging recht schnell. Da drüben ist noch ein Schemen. Mal gucken, ob der uns in Ruhe lässt. Geht er natürlich nicht. Und da vorne, ja, die sind leider natürlich auch respawned. Ach, das habe ich mir bestimmt nur eingebildet, dass da noch was war. So, und dann sind wir jetzt endlich wieder da, wo wir schon mal waren. Und gehen weiter. Denn jetzt ist ja auch unser Inventar wieder etwas aufgeräumter, weil da hingehen mit vollem Inventar, glaube ich, ist reichlich dämlich. Also mache ich das nicht. So, hier ist... Ja, was ist das? Ah, hier ist was zum Aufladen. Wo ist meine kleine Magier drin? Lad das mal bitte auf, ne? So, lad es auf. Dann warten wir mal ab, was jetzt alles so ankommen wird. Da hüpft schon was rum. Yeah.
Mutant ist frei von Untoten. Je weniger dieser Kreaturen, desto besser. Jo, das sehe ich auch so. Ich dünne mich hier also nochmal durch, dann werde ich meine Fackel anzünden, so wie immer. Denn wir wollen ja auch noch die Rune lesen. So, ach komm, ich bin direkt davor, ich zünde sie kurz an. Plündern kann ich schließlich auch mit dem Ding in der Hand. Und diese Quest ist auch abgeschlossen. Ich guck mal einer an. Dass ich Witteres umgebracht habe mit dem Tagebuch, scheint auch noch Sinn zu ergeben jetzt, denn dieses Tagebuch hat mir bei meinen Schlüsseln geholfen. Eine Todeswurzel, davon gibt es nicht viele. Und dann schauen wir mal. Also, gibt es hier hinten was Neues? Nein. Das sind die Erinnerungen der Grauen und die verlorenen Seelen. Die würde ich jetzt mal aktivieren. Und an die verlorenen Seelen reisen wir dann gleich weiter. Und du schlüpfst immer kurz ins Zwang, weil du bist nervig. Dann schaue ich nochmal kurz hier. Pfahlbruch. Da gibt es scheinbar nichts Neues. Vielleicht hilft mir das woanders, das Thema dann schon. Jetzt erstmal weiter in diese Richtung. Ein bisschen haben wir ja noch in dieser Folge hier, ne? Jetzt geht es einmal da und einmal da lang. Ja, hin und her gerissen ist irgendwas. Komm, ich renne quer durch diese Ruine. Ruinen sind cool. Außerdem ist die Ruine ja, mit trockenem Boden ausgerüstet, was auch ganz cool ist. Eine riesige, schwere, starke Kette und da hinten sind nur Tote scheinbar, okay. Noch mehr Untote! Das werden immer mehr! Lauf zum Schloss! Also wir sollen... Sie sagen, wir sollen durchrennen und zum Schloss laufen. Einer weniger! Zum Schloss! Okay, wenn wir unbedingt wollen, dass wir zum Schloss durchrennen, dann machen wir das halt. Kommt auf! Irgendwo ein Rückzugsbefehl. Ich denke, hier. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Meint ihr nicht auch? Holt euch deinen Kopf! Steht mir bei! Und T. So, Cassandra, wo bist du? Du kümmerst dich um die Bitch hier. Und was hat es hier oben? Ach Mann. Dass das wieder jetzt so blöde gemacht ist, dass ich da nochmal hoch muss. Oh, und jetzt nicht hochkommen. Ah, super. Ganz geile Scheiße. Ja, gut, dann erstmal die Cassandra da lang. Ich gehe mal kurz hier mal hin. So, und ich probiere das jetzt nochmal. Jawohl, also du kümmerst dich um den hinteren, du kümmerst dich um den vorderen, Cassandra kümmert sich um den hinteren und ich. Nimmer Wiedersehen! Also ich plündere erstmal gemütlich.
Also ist hier oben eh der einzige Weg. Öffnet die Tore, heißt es jetzt. Ein Vorratslager, das heißt, ich würde gerne einmal kurz, jeder darf einen Trank trinken spielen, bevor wir sie auffüllen. Wenn ich hier ziehe, frage ich mich, welches Tor dann aufgeht. Ja, das Richtige, gut. Ich war am Überlegen, ob jetzt hier womöglich das Tor aufgeht, hier mit den ganzen Untoten draußen. Das wäre blöd gewesen. Na komm, Varric, mach auf. Ausgezeichneter Gürtel der Heilung. Oh, Bianca Bogen 3. Etwas von den Grauen. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Und ein Mosaikteilchen, ne? Hat sich doch einigermaßen gelohnt, hier aufzusperren. Ja, das Tor ist offen. Ja. Das heißt, wir gehen zurück und werden dieses Tor durchschreiten. Das andere Tor ist geschlossen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich habe nicht so unbedingt dieses Riesenbedürfnis, das Tor da aufzumachen. Reinrennen ist das halt inzwischen alles andere als freundlich, aber in den meisten Fällen effektiv. Blaues Vitriol. Oh, hier liegt doch noch was zu plündern. Ich dachte, ich hätte alles. Noch mehr Vitriol. Metall in den verschiedensten Formen kann man ja einfach nur mal brauchen. Also nehme ich es mit. Gehen weiter hier nach oben. Oder? Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss und gehen in der nächsten Runde vollends hinein in diese Festung der Avar.